Okay, Leute, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, mich da durchzuschleichen und an der Maschine zu kommen. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt. Dann kann ich es euch gleich nochmal zeigen, falls ich es nicht schaffe. Nice. Ich habe mich einfach eiskalt durchgeschlossen und The Neurotiter is the epicenter of the Steel Watch, controlling and connecting every single watcher in the city. Its technology is far beyond anything you have ever seen. You need more than magic or steel to destroy it. Ich habe, glaube ich, 10 Versuche jetzt noch offscreen gebraucht. The machine doesn't respond. Oh, Scheiße. Das heißt, wir können die Scheiße nicht zerstören. Die Maschine reagiert nicht. Wir brauchen einen Experten, der die Maschine reparieren tut. Oh Gott, ich habe gehofft, ich kann das hier schaffen. Ich habe gehofft, wir können das hier zerstören. Ich glaub's nicht. Neurositor awaits your input. The machine doesn't respond. Zum Heulen. Okay, hier können wir nichts machen. Das ist blöd. Und ich habe hier versucht, die ganzen Parts lang diese Kämpfe zu besiegen. Und oh Gott. All die Bemühungen und sonst. Und wir haben noch nicht den Fachmann dafür. Es ist zum Heulen. Gut, dann verschwinden wir hier. Versuchen wir, Gotash mit Steilwachen entgegenzutreten. Das wird. Autschi. Aber gut. Eine ausweglose Situation nach dem anderen. Ich habe, glaube ich, also war nicht ganz 10, aber 6 oder 7 Versuche habe ich gebraucht. Ich habe versucht, die dort zurück in den Raum zu locken, dort in der Durchgangspassage zu kämpfen, so was relativ geklappt hat, aber ja. Die Körbe in den Raum zu verteilen, habe ich versucht. Das ist. Und jetzt muss ich bemerken, dass diese Scheißmaschine nicht geht. Ist ja egal, wie ich es gemacht habe. Ich bin dort einfach durch im Sneak-Modus. Ich bin dort einfach hier durchgelaufen und habe hier den Knopf gespammt. Habe einfach hier den Schleichen-Modus. Schleichen, schleichen, schleichen. Hab das Spiel ausgetrickst, indem ich mich einfach hier, das werde ich merken zu Zukunft. Das war einfach hier. Aber das hier. So, ich das einfach, so war ich darauf versteckt, hab's durchgeschafft. So, schnell raus hier. Es bringt nichts. Schön, dass wir das erst so spät bemerken. Aber ich habe einen Weg gefunden, wie wir überall durchschleichen können. Und der wird auch funktionieren. Für nächste Zeit. Seien Sie beheben den Bug, aber ja,
bis dieser Part rauskommt. Und bis das... Ich muss das mal erstmal irgendwann mitkriegen. Ich würde es keinem sagen. Ich habe jetzt Schleichen des Todes. Das ist Schleichen brauche ich jetzt keine Angst mehr zu haben. Ich werde es euch oft genug präsentieren. Bin ich jetzt hier schon. Und wir gehen jetzt mal raus aus der Fülle und versuchen weiter mal Abenteuer zu kommen. Ihr habt gesehen, es funktioniert nicht. Oh nein. Der ganze Fabrikkampf hier umsonst. Nein, nicht ganz umsonst. Wir haben ein paar Wachen ausgeschaltet, EP gesammelt, aber nun ja. Okay, lad mal. Kannst du bitte laden spielen? Über eine Treppe. Oh, wo die Schätze. Nein, hier geblieben. Hier ist die Treppe. Versuchen, was hier rauszukommen. Die Halle hat noch nicht geladen. Wir müssen hier lang. Mal aufhören zu sneaken. How much further can I go? Nein, ich wollte mit dir gerade nicht reden, aber. Copper for your thoughts. Schlüssel zum Sicherheitsbüro. Oh, Schlüssel für. Okay, ich mache noch eine Verzweiflungstat. Dann würde ich hier mal speichern. Muss die Klappe immer hier zurücksetzen. Und raus mit uns. Okay. Hat sich das Ding immer nicht aufgerufen. Obwohl, wenn wir da drüben, ja. Aber es würden uns da unten erwarten, noch mehr Kämpfe. Ich bin die Stahlfabrik müde. Raus mit uns hier. Das war ja genial. Großartige Leistung. Da kommt hinterher. Mm-hmm.
Ach Leute. Jetzt haben wir wenigstens noch ein aufgeladenes Team. Action, not reaction. No one stopped me yet. So, hier hinten geht es hoffentlich weiter. Wie kommen wir hier rüber? Wir müssen mal die Stahlwache ausschalten. Sieht leider fast danach aus, als ob wir hier nicht durchkommen. Okay. Das ist mit tiefer Verwundbarkeit. Wir haben unten einen Schlüssel mit dabei. Beeindruckend. Ich fürchte, wir müssen durch die Fabrik durch. Und dann Ausgänge finden. Hier gibt es keinen Ausgang. Wie kommen wir dann hier weiter? Welche die ertrunken, vielleicht können wir damit weitermachen. Mal hier den Tiefwasser besucht, die Morde. Ich weiß nichts. Ich weiß nicht, wie wir hier weiterkommen. In der Fabrik. Erstmal gar nicht. Okay, ich muss mal ganz kurz. Vielleicht können wir mal. Ich will was anderes als diese Fabrik machen. Können wir irgendwie ja. Hier drunten in Rechen. Vielleicht erschließt sich uns dadurch was Neues. Wenn wir nur einen Anhaltspunkt hätten. Da bin ich auch gescheitert. Oh, da waren wir so schon. Und dann Windows. Bei dem Lagerhaus gibt es wohl was. Weiterkommen. Gehen wir raus hier. Hoffentlich werden wir jetzt nicht wieder von der verdammten Wache in der Stadt angegriffen. Wir müssen noch mal rüber.
Okay, die Wachen greifen mich schon mal nicht an. Ich habe keine Ahnung, was in der Fabrik los für eine Gießerei passiert ist. Wir machen jetzt mal wieder einen Ausflug zum Hafen. Und zwar hier hin. Schnellsten Wege dorthin. Die haben wir doch schon geöffnet. Ich habe mich dieses Weg geschlossen. So, jetzt rein hier. Können wir die Tür bitte wieder zumachen? So, hier. What do I have to lose? Stabile Holzkiste. Ich räume mal hier ein bisschen frei. War hier ein bisschen versteckt. Hier müsste ein Keller sein. Ich weiß nicht, was es hier gibt, aber hier soll es so weitergehen. Mit der Quest. Und wenn wir da nicht weiterkommen, ich vermute, dann ist Gortash halt einfach in seiner. Der wird in seiner Villa sein dort. In der Würmfestung. Nicht in der Villa, aber. Wir werden ihn woanders finden. What's inside? Metallrohr. Okay, haben wir irgendwann Metallrohr-Rätsel. Genau, ein Metallrohr-Rüssel. Nutzloses Zeug. Das wird schmierig und stinkt, da hinabzuklettern. Gehe ich jetzt hinauf? Muss ich mal hinauf? Maschinenteillager. Aha. Staunlich wenig los hier unten. Vielleicht zur Stahlwachenfabrik. Ist auch mal schön, hier mal wieder Ruhe zu haben. Wenn ich diese ewigen Kämpfe. Ist besser, wenn wir die mal hier weiter nachgehen.
dunklen Feder. Hier irgendwelche Beweise. Schema für unterirdisches Fahrzeug. Okay. Ein bisschen Futter. No hesitation. Okay, was machen wir jetzt hier? Hier ist noch eine Kiste. Soll es hier irgendwas geben? Bonze bauen. Ich bin schwer überladen. Abgrund. Ja, sieht ja hübsch aus, aber was machen wir hier unten? Finde den Meister der griffigen Bestie. Hier ist aber keiner. Okay, ich habe doch irgendwas übersehen. Nur irgendjemanden. Schleppst so viel Zeugs mit mir rum. Ich kann nichts davon verkaufen. Metallkisten. Hier war nix. Hier irgendwo etwas. Hier ist keine Seele. Sollen wir hier jemanden finden oder? Nichts hier. Ja.
Irgendwelche anderen versteckten Lücken. Das hat sehr viel gebracht. So, das Problem. Wo wir verpasst oder wie? Ich habe doch irgendwas verpasst. Ja, diese Luke. Hier müssten wir eigentlich. Wir müssen jetzt jemanden finden. Jemand, der nicht hier ist. Gut, so viel dazu. Ja. Zum ersten Mal in Baldur's Gate bin ich ein bisschen ratlos. Sonst ist so bisher nicht so das Gefühl, an jeder Ecke ist irgendwas, was uns weiterbringt. Jetzt haben wir jetzt irgendwie haben das Spiel verbuggt, dadurch, dass wir die so die Stahlbach nicht besiegen. Das wäre ein bisschen blöd. Okay, ich würde mal ich werde da mal zurück zur Würmfestung. Da müssen wir hin. Ich kann aber wohl gerade nichts machen. Im Hinterhof vom Konto kommen wir auch nicht hin. Ich gehe mal rüber. Wo wir ganz am Anfang waren. Ich gehe mal da jetzt mal in den Kortasch, in den Bösen. Guten Tag sagen. Versuch da mal was. So wie ich es gesehen habe, also wenn der Kampf dort in der Würmfestung stattfindet, waren da zwei Stahlwachen. Wenn ich mich nicht versehen habe. Selbst wenn es vier oder fünf sind.
drauf geschissen. Das kriegen wir hin. Inzwischen würde mich das nicht mehr verschrecken. Auch wenn er 10 Stück nachholt. Irgendwann schaffen wir das. Hoffentlich. Ich meine, wir haben dort unten keine Möglichkeit mehr. Wir haben das. Wir kommen dort am Bock nicht weiter. Wir kommen. Selbst wenn wir den Kampf schaffen, das Beginnpult können wir nicht steuern. Vielleicht haben wir es uns dadurch verbuggt, dass wir mit beiden in die eingegangen haben. Das Spiel uns das Netz natürlich nicht machen lassen will. Das wäre sehr schade. Ein paar Steilbacken hier. Was? Okay, jemand war angegriffen. Das hätte ich nicht erwartet, dass wir hier schon angegriffen werden. Dann kämpfen wir halt den Kampf hier. Vorher laden wollen, aber speichern wollen, aber uff. Dann eben hier. Hört ihr nicht so gut. Und das kleine Kämpfchen, das Kämpfchen schaffen wir. Haben schon anderes geschafft. No hesitation. Wow, ein dunkler Schlag. Kommt jetzt aus dem Saal raus, oder? Dann haben wir weniger Gegner dort im Saal drin. Umso besser. Wir werden doch wohl jetzt hier diese eine Stahlwache abschalten können. Hä? Was? Dann durfte ich es nicht angreifen. Kommt, ich schaffe hier auch noch. Und Feuerelemente. Ist mir gerade nach dem Kampf dann nicht mehr lange Rast machen. Stecken die Brücke in die Wand, während wir draufstehen. Auch nicht schlecht.
Komm, eine kleine Stahlwaffe. Wird ja wohl nicht das Ding sein. Unbeweglichkeit ist auch immer wieder zu kotzen. Okay, wir schaffen es vielleicht doch nicht. Ja, komm mit rein in den Explosionskreis. Ich will nicht allein drauf gehen. Okay, ich muss hier mal Leute heilen. Präventiv. Dann begehe ich mich ja selbst hinein. Ah, fantastisch. Ich kann mich nicht hier rausbegeben. Ich kann ihn zerstören, weil er sich zerstört. Oder auch nicht. Wow, sieht schlimm aus. Da könnte man denken, man hat schon Schlimmeres erlebt. Okay, warum kann ich ihm nicht aufhelfen? Immobil. Ah, geil. Immobilität hat sich wirklich. Er hat mir den Scheiß eingeführt. Eindrucken, wie scheiße wir hier sind. Okay, das war nicht die Beschwörung meiner Mission. Ich bin tot. Wow, einfach beeindruckend. Scheiß, das ist. Bisschen Heilung können wir gebrauchen. Danach können wir da nicht mal greifen. Komm, das sind doch nicht so viele mehr. Das für Wachen hier. Ja. Die Magier müssen wir ausschalten. Falls wir noch können. Oh, cool, ein Fehlschlag. Bin ich schon am Arsch. Wow. Bin echt zu scheiß hierfür.
muss öfter speichern. Okay, aber da weiß ich, dass ich richtig bin. Und hoffnungslos am Arsch. Mal schauen, wie lange dieses Let's Play noch geht. Müsste jetzt Platz 52 sein. Bin ich alles täuscht. Also weiter haben wir es geschafft. Ist kein totaler Verlust, wenn wir jetzt aufgeben müssen. Aber ein Happy End wäre schon noch toll gewesen. Kotasch besiegt, Urin. Und den Finalkampf. Oberstadt hätte ich noch gern gesehen. Mal schauen, wie aussichtslos jetzt hier der Kampf gegen Wotash wird. Falls er überhaupt tot ist. Durch die ganze Stadt. Sieht so aus, als würde sich hier das Schicksal unseres Teams entscheiden. Here goes nothing. All animals must be surrendered. Failure to do so with hier mal speichern. Weiß nicht, können wir es doch gleich erstmal durchschleichen. Dass wir nicht direkt auf der Brücke kämpfen müssen. Weil die Stahlwache wird uns sofort angreifen. Das ist das Ding. Es gibt da einen Weg, die Steilwaren zu deaktivieren. Die man sich da irgendwie in Verbündeten dazu holt. Ich weiß nicht, wer es war. Und der kann dann die Maschine ausschalten, aber dazu müsste man den Kampf dann wieder schaffen und, oh Gott. Da war irgendwas in dem Lagerhaus, wo wir dann auch Kane gefunden haben. Schwierig. Hier reinschleichen. Best be on my way.
Okay. Dann muss hier mal nach hinten rennen. Und Fehlschlag. Fängt sich super an. Oh, wir hätten eine lange Rast machen sollen. Wir haben nicht mehr alle Kämpfe. Warum eigentlich? Komm, diese paar Wachen hier, das ist doch nicht wahr. Das werden wir doch wohl schaffen. Okay, Zauberer müssen ausschalten. Hey, warum können wir das jetzt nicht mehr nutzen? Ach, weil wir hier schon gefesselt wurden oder was? Ich verstehe gar nichts. Das ist hä? Das ist echt buggy. Wir können uns nicht bewegen. Hä? Vielleicht ist er da unten. Vielleicht schaffen wir es, bevor sie ein Element erzeugen kann. Das Makabre. Ah, ein Fehlschlag. So muss das. Let's light them up. Was? Warum? Okay. Warum? Sag mal, ist das Spiel hasst den Spieler. Sieht man hier ganz besonders. Einfach auf den Schwäch, einfach auf den Gel. Ah, das ist nur Scheiße. Müsste nicht verschwinden, wenn der Zauberer tot ist. Yep. Oh, stimmt, hier ist jemand hinter mir. Schild. Komm, geh. Das war nicht schlecht. Gehüpft. So, dorthin. So ein weiterer Tod.
Und gleich der nächste. Schauen wir vielleicht doch heute. Ein Fehlschlag. Ich hoffe, wir dürfen da noch eine lange Rast machen. Ich bezweifle das auch ganz ehrlich. Schnell weg hier. Und noch die Stahlwache und die explodiert gleich. Ah, sehr schön. Und Kampf geschafft. Na, das können wir nicht. Was denn noch sonst? Können wir mal eben hier vor. Ein rascher Rückzug. Vielleicht wird dann Verstärkung gerufen während der langen Rast, aber das ist scheißegal. Dann schaltet man die auch wieder auf, aus. Oha, wo sind wir jetzt hier? Lass nichts dazwischen kommen. Aber wenn ich nur durchsetzen, können wir jetzt nicht mehr im Hotel schlafen. So, und weiter geht's. What's in here? Schlüssel zur Truhe. Ein bisschen Gold. Und Stahlbach hat was dabei. Hat uns nicht zu schwer gemacht. Metallschild brauchen wir eigentlich nicht. Da waren die Magierin. Ach, das geht einen besseren. Das ist meerrettig. Einmal speichern und rein mit uns. Da war die nächste Woche.
in die nächsten Kämpfe. Zwei auf einmal, fantastisch. Oh, drei Stahlwachen. Das ist ein interessanter Kampf. I don't fancy their chances. Du bist gegrillt. Sehr schön. Sollten wir uns ein bisschen Sicherheit bringen. Wir kommen hier in den Kreis mit rein. Sehr schön. Nein, stehe nicht außerhalb des Kreises. Ah, die sind clever. Clevere Stahlwachen. Das hätten wir uns ersparen können, wenn wir hier in der Stahlfabrik das ausgeschaltet hätten. Ach du Scheiße. Das mit dem Angriff hier schon lieber. Okay, Immobilie, ich hasse es. Dann kommt Karlach. Aufgestanden, weitergekämpft. Oder auch nicht. Kritischer Fehlschlag, oh großartig. Warum? Warum auf sie? Kritischer Fehlschlag, ah, eigentlich auch mal einer für die Wachen. Sehr schön. Immobilität ist scheiße.
Schön, dass wir außerhalb stehen. Ist auf Gale. Oh, verdammt, Gale. In die Stadtwache gehen wir jetzt auch noch. Sehr schön. So, wir müssen mal hier auf die Beine helfen. Und dann mal hier den Schummel. Schummelmut. Scheint gut zu klappen. Tag für Tag kämpfen wir um Starfort. Kann sich nur noch um Tage handeln. Wenn ich die Chance dazu habe. Diesmal war noch übel zugerichtet. Und jetzt müssen wir mal leveln, bevor es weitergeht. Die Stufenaufstieg können wir im Kampf gebrauchen. Wo es ja auch höchste Eiszeit. Oha, Zaubertrix. Licht. Das ist nämlich da einfache Illusion. Ich nehme Licht. Ah, Fähigkeiten können wir ändern. Akrobatik einschüchtern oder überzeugen. Überzeugen brauchen wir. Okay, Level 5 Zauber. Monster festhalten. Massenwunden heilen. Fürchten den Genesen, wir brauchen Genesung. Magische Geheimnisse. Und wir können Feuerball. Sehr schön. Brunnenwuchs. Elementar beschwören. Verbannendes Niederstrecken. Verbannendes Ziel auf eine andere Existenzebene. Ich weiß, ich werde es nie nutzen können. Ich kann es nie nutzen. Also noch ein zweiter hier Feuerball kann, das wäre nicht schlecht. Todesschutz. Beschütze eine Kreatur vor dem Tod. Wenn ihr Trefferpunkt das nächste Mal den Schaden auf Null sinken und bleibt und behält einen Trefferpunkt. Ja. Okay, jetzt erst nehmen wir hier mal
Feuerball. Verbannung, sollten wir es probieren. Tier beherrschen. Das ist ein Tier auf deiner Seite kämpfen. Feuerschild könnte auch was sein. Ansteckung, vergift ein Ziel und füge hier möglicherweise Krankheit der Wahl zu. Auch weißt du was, ich versuche das mal mit dem. Muss nur mal daran denken, das einzusetzen. Okay, das Rot haben wir nicht drin. Also haben wir drin. Monster festhalten, Äußerlichkeiten. Nehmen wir Verwirrung raus. So, Leute, wappnen wir uns für den Kampf. Zaubertrick, Säurespritzer, Schockgriff. Bei einer Kreatur mit Metallrüstung im Vorteil, nehme ich. Säurepfeil. Hexenpfeil. Im Säurepfeil. Singender Strahl, das können wir auch gebrauchen. Die Herz aktualisieren. Wolfsherz. Nimm mal den Bärenherz wieder. Ich habe das Aussehen. Hier Aspekt Bär. Wolf Hengst. Schimpanse. Fingsrad 3 Meter erhöht. Und für die bin ich gespannt. Was da jetzt kommt. Ein neuer Zaubertrick. Weiße Haare hat er, seit wann das? Säurespritzer. Sicherer Schlag. Todeswolke. Zeugen große Wolke, die Gegnern 5 bis 40 Giftschaden pro Zug zufügt. Person beherrschen. Oh, auf seiner Seite kämpfen. Wirf eine Kreatur oder einen Gegenstand mit einem Gedankenkopf bis zu 18 Meter weit. Nimm die Todeswolke.
So, Level 10. Werden das Magier mit der Zeit grau? Okay, der Weise. Der Weiße. Anything of use? Wollte ich auch gerade fragen. Infernalisches Eisen. Die können wir doch nochmal zu Themen. Und kann auch reparieren. Hier nochmal speichern. Gut. Dann geht's hier hin, hier hinein. Im Thronsaal. Audienzhalle. Wo es dann wahrscheinlich den Kampf gegen Gortash gibt. Wenn nicht, weiß ich auch nicht. Sehen wir im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao. Holy shit.